Naja, die Klimabewegung hat tatsächlich in den letzten Jahren einen Prozess durchlebt, bei dem schon einige Menschen, die in dieser Bewegung sind, sich sozusagen institutionalisiert haben und ja auch sich mit institutionellen Waffen ausgerüstet haben, um nicht nur sozusagen von der Straße Klimapolitik zu machen. Im Kern ist aber Fridays for Future als NGO und als Akteur ja weiterhin eine Protestbewegung. Und ich glaube, dass dieser Weg von einzelnen Leuten durch die Parlamente, der ist sehr wichtig, um mit denen zu korrespondieren, weil letztlich werden Entscheidungen in Parlamenten getroffen. Und natürlich muss ich so oder so mit denen zu tun haben. Aber ich glaube, dass man schon auch sagen kann, dass ein Wandel vielleicht nicht in den Parlamenten stattfindet. Und da ist es nach wie vor notwendig, dass diesen Wandel eine zivilgesellschaftliche Bewegung vorantreibt und nicht nur Leute, die auf Abgeordnetenstühlen sitzen. Okay.